Frohe Ostern und willkommen zu einem neuen Video. Einem, würde ich schon sagen, Spezialvideo. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Zu dem Video, was ich als letztes in La Gomera dieses Jahr gedreht hatte, das hieß Aufhören mit YouTube-Videos, hatte mir die Birgit Peters in einem Kommentar zwei Fragen gestellt und zu einer der beiden Fragen möchte ich mich heute gerne näher äußern. Und diese Frage lautete: Warum machst du Videos? Ich habe ihr da erst ein bisschen was drunter geschrieben, dass es einige Gründe gibt, warum ich Videos drehe, aber ja, ich möchte heute genauer darauf eingehen. Es hat tatsächlich so einige Gründe, warum ich weiter Videos drehe. Dazu möchte ich aber erstmal zurückspulen zum Anfang meiner YouTube-Karriere. Ja, die ersten Videos, die ich vor 7 oder 8 Jahren auf meinem Hauptkanal, also nicht auf diesem Kanal, weil dieser besteht erst seit 5 Jahren circa, gedreht hatte, da ging es nur oder ausschließlich um das Thema Minimalismus. Ich hatte damals selber von anderen Creatern Videos über das Thema Minimalismus angeschaut und habe mir gedacht, ja, das könnte ich auch ausprobieren, weil zu der Zeit habe ich alles andere als minimalistisch gelebt, ja. Ich hatte jede Menge Zeug in meiner Wohnung und auch im Keller, en masse Sachen von vergangenen Jahren, vergangenen Zeiten. Habe jeden Scheiß auf Deutsch gesagt aufbewahrt. Und ja, zu der Zeit wog ich auch noch deutlich mehr, über 30 Kilo mehr. So circa 91 Kilo. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt auch mal aus. Meine Wohnung und auch mein Leben zu minimalisieren und schaue dann mal, ob ich mich dadurch verändere. Des Weiteren habe ich mir gedacht, ja, da könnte ich ja auch Videos dazu drehen. Das könnte ja vielleicht andere auch interessieren und sie auch motivieren, das vielleicht ebenfalls auszuprobieren. Ja, das war damals der Grund, warum ich angefangen hatte, Videos zu drehen. Und je mehr Videos ich damals über das Thema Minimalismus gedreht habe, je mehr Spaß hat mir das Ganze gemacht. Und diese Videos sind auch sehr gut angekommen damals. Ja. Dann habe ich auch gemerkt, dass ich mich auch von meiner Art her, von meinen Gedanken her, von meinen Gefühlen dadurch auch verändert hatte. Ja, und habe dann ja auch angefangen, meine Ernährung umzustellen. Erst von omnivor auf vegetarisch, dann von vegetarisch auf vegan. Und ja, die Pfunde purzelten immer schneller und immer mehr. Und so habe ich mich auch äußerlich dann verändert. Das war echt eine ganz tolle und spannende Zeit, ja, muss ich schon mal sagen. Ja, mit den Monaten und auch Jahren kamen dann andere, weitere Themen hinzu. Wie zum Beispiel eine Heilkräuterserie. Habe ich ja auch damals ein paar Videos zu gedreht. Und eine Apfelessigserie. Und natürliche Mittel zum Beispiel zum Wäschewaschen, also wie man Waschmittel selber herstellen kann oder natürliches Deo selber herstellen kann und all solche Sachen. Ich habe immer mehr Ideen bekommen. Ja, das war echt eine tolle Zeit. Da hat toll Spaß gemacht. Irgendwann habe ich ja dann meinen zweiten Kanal sozusagen eröffnet.
nachdem ich auf dem Hauptkanal schon auch ein paar Vlogs gedreht hatte, aber ich hatte damals festgestellt, dass die nicht so gut ankamen auf diesem Kanal. Ist ja eigentlich auch logisch, weil es eine völlig andere Art, Videos zu drehen ist, ne? Ja, und habe dann mit meinem kleineren Kanal, also mit diesem Kanal, dann angefangen und einfach Vlogs gedreht und habe dann festgestellt, oh, das ist ja viel einfacher. Das macht fast noch mehr Spaß, also mir zumindest, ja. Einfach Verschiedenes aus meinem Leben und aus meinem Alltag zu zeigen. Und auch diese Videos kamen dann sehr gut an. Das hat mich dann weiter motiviert. Ja. Und ja, nur ich habe ja immer weiter beide Kanäle betrieben sozusagen oder gefüttert. Und irgendwann wuchs mir das Ganze so ein bisschen über den Kopf. Ist mir das alles so ein bisschen zu viel geworden, ja, weil es einfach zu sehr mein Leben eingenommen hat. Sodass ich schon ab und zu mal mit dem Gedanken gespielt habe, mit YouTube-Videos aufzuhören, ja. Bis zuletzt eben in La Gomera, da war ich mir diesmal ganz sicher, dass ich auf jeden Fall aufhöre, weil ich einfach wieder so leben wollte, wie zu der Zeit, als ich noch gar keine Videos gedreht habe, ja. Ja, dann habe ich ja aber mit Freundinnen gesprochen, das hatte ich in dem Video, von dem ich vorhin erzählt hatte, euch auch gesagt. Und habe nochmal hin und her überlegt und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich jetzt einfach deutlich weniger Videos drehe, viel unregelmäßiger, auch zu unregelmäßigeren Zeiten, zwischendurch auch mal Pausen einlege von unterschiedlichen Tagen, Wochen oder auch mal im Monat oder Monaten, je nachdem, ja. Und so habe ich jetzt schon gemerkt, dass mir das Ganze so wieder viel mehr Spaß macht. Ja. Und mir ist auch aufgefallen, dass mein Kanal, also dieser Kanal, trotzdem weiterhin sehr gut läuft und vor allem gut wächst. Ja. So, jetzt möchte ich aber nochmal spezifischer auf die Frage von der Birgit eingehen, warum ich Videos drehe. Das hat eigentlich immer noch den gleichen Grund wie damals, beziehungsweise mehrere Gründe. Zuerst mal möchte ich euch mit meinen Videos unterhalten, im besten Fall gut. Dann macht es mir Freude, euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ja, wenn ich das merke, dass ihr euch über die Videos freut, dann tut mir das auch gut und dann freue ich mich auch, ja, und das merke ich auch öfter, ja, das spiegelt ihr wieder in den Kommentaren und das motiviert mich dann auch wiederum oft auch wieder weiterzumachen, ja. Und ich bin ja meist positiv eingestellt und es macht mir eine Freude, das mit meinen Videos auch an meine Zuschauer zu übertragen, ja, und auch euch zu zeigen, dass weniger manchmal mehr ist, ja, also Punkt Minimalismus, genau, und dass es oft gar nicht viel braucht, um einen schönen Tag zu verbringen, einen angenehmen Tag, eine angenehme Zeit, dass es möglich ist, sich auch über die kleinen Dinge, die immer zwischendurch mal passieren, sich zu freuen, ja, auch wenn es einem vielleicht jetzt an dem Tag mal nicht so gut geht oder man Stress gehabt hat oder zu wenig geschlafen, dass es dann trotzdem möglich ist, diesen Tag noch richtig angenehm und sogar auch fröhlich zu verbringen, ja. Das habe ich mir nämlich angewöhnt. Des Weiteren drehe ich auch noch gerne weiterhin Videos, weil ich euch auch sehr gerne schöne Eindrücke aus der Natur zeige. Nicht nur in La Gomera jetzt, sondern auch hier in Deutschland. Hier gibt es ja auch jede Menge Schönes zu sehen draußen, ja.
Da nehme ich euch auch immer sehr gerne mit. Oder auch mal euch zeige, was ich so alles eingekauft habe, ja, an gesunden, veganen Lebensmitteln. Des Weiteren vielleicht auch mal wieder ein Rezeptvideo, denke ich, wird auch mal wieder kommen. Da habe ich auch wieder Lust dazu. Ja, weil so kann ich euch auch inspirieren, ja. Wenn ich jetzt ein Rezept in einem Video vorstelle, was ihr zum Beispiel noch nicht kennt, ja, das könnt ihr dann nachkochen. Ja, finde ich, ist doch eine schöne Sache. Und ich zeige auch sehr gerne, wie ich hier in meinem Wohnwagen lebe, ja, wie ich mir den gestalte und dass man auch auf kleinem Raum glücklich sein kann und sich wohlfühlen kann, dass das möglich ist, ja. Und dass auch ein einfacher Urlaub, ja, also jetzt nicht in einem 3- oder 4-Sterne-Hotel mit Swimmingpool und All-In und whatever, ja, dass das gar nicht immer unbedingt nötig ist, sondern ja, dass auch ein einfacherer Urlaub gut tun kann und Spaß bringen kann, ja. Auf jeden Fall bringt es mir viel Freude, wenn ich sehe, dass einige von euch mir in Kommentaren schreiben, dass sie sich schon wieder aufs nächste Video freuen oder dass sie sich über jedes Video von mir freuen, ja. Das ist so schön, das tut richtig gut, ja. Also, das ist mit ein Grund, warum ich weiter Videos drehen möchte. Genau. Ja, es gibt sicher noch mehr Gründe. Ich habe mir jetzt nichts notiert dieses Mal, aber ich denke mal, so die wichtigsten Gründe habe ich genannt. Und ja, liebe Birgit, jetzt weißt du, warum ich Videos mache. Ne? Jo. Dann würde ich sagen, ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Wünsche euch noch schöne restliche Feiertage, egal ob ihr sie alleine verbringt, so wie ich, oder vielleicht mit der Familie oder guten Freunden, wie auch immer. Lasst es euch gut gehen und ich wünsche euch, dass bei euch ein bisschen die Sonne scheint. Bei uns sollte sie eigentlich schon seit heute Mittag scheinen, aber bis jetzt, es ist schon 16 Uhr durch, hat sie sich nicht einmal blicken lassen. Irgendwie will sie heute nicht rauskommen. Ja, aber es ist trotzdem einigermaßen mild draußen, von daher ist es ganz angenehm. Dann danke ich euch herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Video.